Anfang tun wir mit BMX Pusher. In einer coolen Skatehalle, wo ich gar nicht weiß, wo das ganz genau sein soll. Mit einem Double Bar Spin in Slow-Mo. Nicht schlecht. Streetfahren kann er also auch, sehe ich gerade. 180 Bar Spin. Auf jeden Fall cool, dass er beides macht. Und Halfcap Bar Spin auch richtig gut. Weiter geht's mit Fabian Fleischmann. Der hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben beim Schneiden des Videos. Der scheint aber Enduro oder Downhill zu fahren. Bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Cooler Übergang vom Video auf jeden Fall mit neuer Musik. Springen kann er auch, echt cool. Für hat die Flügel ja selber gebaut. Cooles Video auf jeden Fall, auch viel Mühe geben mit dem Schnitt. Weiter geht's mit Joel BMX. Der sieht noch etwas jünger aus, aber scheint auf jeden Fall schon gut zu sein. Den Park kenne ich auch, der ist in Recklinghausen, glaube ich. Cooler Seat Grab. Und noch in der Skatehalle, nur für Kenken. Cool. Jetzt geht's weiter mit Joello 1. Der scheint ein Streetfahrer zu sein. Auf jeden Fall echt ein krasser langer Manual. Den könnte ich nicht so lang wahrscheinlich. Weiter geht's in meinen Local Skatepark in Berlin, Mellow Park. Krass. Auf jeden Fall eine coole Kombo. So 60 Drop. Krasser Fakey. Wüsste gar nicht, wie es gehen sollte. Weiter geht's mit Joshua Matthijs. Auf ein Trailbike, glaube ich. Das ist auf jeden Fall echt krass. Sowas würde ich übrigens auch sehr gerne können, aber ich glaube, ich werde es niemals in meinem Leben schaffen. Also größten Respekt dafür, dass du die Balance hast, das zu machen. Sieht auf jeden Fall nicht einfach aus. Weiter geht's in die Innenstadt. Ich nehme an, das ist Innsbruck mit den Bergen im Hintergrund. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Weiter geht's mit Mike Böhm. Ein guter Freund von mir auch. Backflip X-Up One Foot, glaube ich, war das. No Foot Ken Ken. Terrible. Er ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auch die Line, die er gefunden hat, echt. Sieht nach viel Spaß aus. Weiter geht's mit Nick Merlin. Mit einem krassen Drop. Der ist echt, sieht höher aus, als es ist wahrscheinlich. Nee, schon noch, ja. Weiter geht's mit Niklas HDR BMX. Der hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben mit dem Schneiden des Videos. Bin gespannt. Wieder im Mellow Park in Berlin. Cool, dass er die Box springt. Die ist echt riesig. Das unterschätzen immer viele Leute, aber die ist wirklich echt groß. Weiter geht's mit Sanchez MG3 und ein Double Bar Spin.
Das liebe ich am BMX-Fahren, dass alle Freunde immer dabei sind, sich miteinander freuen und auch helfen immer. Das finde ich, sieht man auch ganz gut in dem Video, wie sich alle mit ihm freuen. Und das alles ohne Kette. Weiter geht's mit The Crazy BMXer und irgendeinem Bowl. Ich weiß gerade gar nicht, wo es ist. Und das war's auch schon mit dem Video, sehe ich gerade. Danke auf jeden Fall, dass ihr alle fleißig Clips geschickt habt und danke auch, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt, das zu schneiden. Sieht auf jeden Fall echt cool aus und wenn ihr Bock auf mehr habt, sagt aber Bescheid und bis zum nächsten Mal.